und willkommen zur nächsten Folge Minecraft Bed Wars Challenge Time. Es ist Folge 44 und heute haben wir die Challenge von Hu Marco, die Flo einmal vorliest. Yo, Moment. Hi, ich bin beide auch dabei. Challenge für euch und zwar die IKEA Challenge. Torben ist die Mutter und die anderen sind die Söhne. Ich wusste schon immer, dass Torben weiblich ist. Die Kinder dürfen erst die Base verlassen, wenn sie ihr Zimmer, also die Base, aufgeräumt haben. Zum Beispiel das Bett muss optisch ordentlich eingebaut werden und die Schränke, die Kisten voll sind. Wenn man stirbt, wird der Sohn bestraft. Die Bestrafung darf sich die Mutter, also Torben, ausdenken. Viel Spaß, Humako. Ja, genau, das heißt jetzt also, ich als Vater darf bestimmen. Ja, ist mir scheißegal. Ist die Mutter. Michael, die Mutter. Also, ich als Mutter darf bestimmen. Flo. Ich will meine Brücke, meine Brücke. Jetzt. Mama, bitte streitet euch nicht, Streitet euch nicht, meine Söhne. Darf ich das Bett zu bauen? Ja, aber mach das schön ordentlich. Ich hab ein Geschenk zum Muttertag. Nein, das ist falsch, Flo. Du musst immer. Du musst immer ein Endstone, dann ein Sandstone, dann ein Endstone. Bitte mach das so. Darf ich den Schrank bei IKEA kaufen? Flo, ich will Endstone. Nein, den Schrank gehe ich kaufen. Lass die Finger weg. Oh, zu spät. Okay, dafür kriegst du jetzt einen Peitschenhieb. Nein! Doch. Ich bin schon runter. Nein, du kannst. Aber Tom, du kannst dich schon mal in die Mitte bauen, ne? Du kannst deiner Bestrafung nicht entweichen. So, wo bist du? Doch. Hier, du kriegst es mit dem Stock auf den Arsch. Aua! So, okay, Flo, bitte bau das Bett so ein, wie ich dir so gesagt habe. Ich werde jetzt mal kurz das Haus verlassen, um auf die Arbeit zu gehen. Ja, aber ich muss jetzt auf die Arbeit gehen. Mutter, geht das irgendwie so? Warte. Ich dachte, du bist Putzfrau. Ja, perfekt, jetzt musst du da erst. Nein! Du Hurensohn! So. Ey, die Ecke, was machst du? Flo, warte, und jetzt bauen Nein, wir. Nein, ist doch richtig, ist doch perfekt. Ach so. Ja, und jetzt bauen wir Glas darüber, warte. Nein, nicht ich darüber. Ich will schon mal gleich die Nein, ich bitte erst eine Schicht Endstone darüber. Erst eine Schicht Endstone. Ihr sollt gut zu Hause. Ich mit Sonderwünschen. Ihr sollt gut und sicher zu Hause schlafen, das ist nicht mit Glas, da kann euch jeder ausspannen. Bitte benehmt euch ein bisschen. Denkt mal ein bisschen. Schicht? Ja, ich bitte drum. Ui, ich hab ein Gold gefunden! Das Gold gibst Mama. Du bitte in die Kiste. Dankeschön. So, in der Kiste sind jetzt auch zwei Eisen. Ich kaufe mir schon mal Glas. Das ist eine gute Idee. Soll ich Fenster hier schön machen? Ja, das wäre eine schöne Idee. Okay, dann mache ich Fenster. Ja, genau. Baut mal ein schönes Haus, bitte. Und ich entscheide gleich darüber. Nein, ich hab kein Glas mehr. Und dann dürft ihr vielleicht auch mal raus mit euren Freunden spielen. Ihr wisst, bitte prügelt euch nicht mit euren Freunden. Oder wenn ihr euch prügelt, dann tötet die bitte. Danke. dann tötet die bitte. Ich bin eure Mutter, ihr dürft Leute töten. Oh, hier ist der. Alter! Tobi! Das ist ein Faker! Der heißt Cyber-Tobi! Was? Guck! Cyber-Tobi. Alter, mein Sohn, da will dich jemand nachmachen. Den kannst du übelst auf die Fresse hauen, bitte. Und zwar jetzt. Geh, das Bett ist schön ordentlich. Hau mir auf die Fresse. Warte, ich hau dir übelst auf die Mund, du Verkehr. Mama, was heißt Verkehr? Das heißt, das ist Englisch, aber der Tobi kann nicht so gut Englisch. Dein Bruder, deswegen hat er es falsch ausgesprochen. Oh, in Wirklichkeit, und was heißt das wirklich? Das heißt Faker. Mutter, ich hab Hunger. Und was ist ein Faker? Ja, okay, warte, ich geb dir was. Guck mal, ist diese Tarn, was schön. Halt mal die Fresse jetzt! Halt mal die Fresse, Flo! Oh. Also. Was ist das für ein Mutter, Alter? Halt mal die Fresse. Also, Tobi, was möchtest du denn gerne essen? Ich kann dir heute anbieten Äpfel oder gebratenes Schweinefleisch. Ey, wer hat sich das Schwert hier rausgenommen? Ich möchte nur Steak. Wer hat jetzt gerade gegessen? Der Flo. Nee. Ich hab mir nichts gekauft, ich warte noch immer auf. Okay. Ich hab auch nichts gekauft. Das will ich euch beiden auch raten, sonst kriegt ihr wieder Hiebe. Du lachst hier gar nicht, mein Sohn. Was laberst du? So, hast du auch Hunger, Flo? Ja! Hier, du kriegst aber nur eins. Weil du isst sowieso nicht so viel. Ich geb ihm übelst auf die Fresse. Warte, Team Blau, ne? Ja, richtig. Okay. Ich helfe dir mit. Ich muss meinen Sohn ja schließlich unterstützen. Außerdem habe ich Blöcke dabei. Nein, pass auf, da ist einer mit dem Bogen, mein Lieber. Oh, ja, das hat gut funktioniert. Guck mal, den kann ich jetzt von hinten nämlich überraschen und mit dem Rückschussstock einfach Tschüss sagen. So, mein Sohn, hast du jetzt auch was gelernt? Denn hier liegen auch noch 4 Gold. Und mit diesen 4 Gold kann ich... Ach, du gibst jetzt gerade übelst auf die Fresse, oder was?
Ja, das ist doch fein, mein Sohn. So, Flo, ich hoffe, du versteckst gerade unsere Base ein bisschen, ne? Und unser Zuhause ein bisschen. Nee, du sollst es ein bisschen schöner. Ja, ich muss gerade die Kiste füllen. Die Schränke, ich muss aufräumen. Hilfe! Ey, Tobi, die Sachen, die habe ich so Hilfe! Reingetan. Hilfe! Nein! Oh Gott! Ich werde sterben mit ganz viel Gold, Leute! Ich habe 8 Gold und bin tot! Ey! Ich hab ja auch noch. Warum helft ihr denn nicht eurer Mutter? Weil du scheiße bist. Weil du scheiße bist. So, bitte die Kisten, genauso wie der Flo, die Kiste sortieren, darauf immer achten. Warum haben wir eigentlich zwei? Ich muss erst meine Aufgabe jetzt erfüllen, ich muss blau auf die Fresse geben. Okay, ja, Flo, du richtest bitte euch beiden ein schönes Schlafzimmer ein, okay? Ein schönes Schlafzimmer, okay. Moment. Voll das Haus. Moment, warte, Mama, warte. Nein, und du sprichst normal. Okay. Du bist schließlich 7 Jahre alt und du sprichst hier wie ein Vierjähriger. Ist das toll, Torben? Halt die Fresse jetzt! Erstmal heiße ich nicht Torben, erstmal heiße ich Brigitte. Außerdem. Mach dieses Sexualding weg, bitte. Außerdem sprichst du immer noch wie ein Vierjähriger. Ich dachte, ich bin 4. Okay. Mein Sohn, wenn du jetzt nicht die Fresse hältst, also, oder wenn du jetzt nicht normal sprichst, sagen wir es so, ja, dann ist echt Fernsehverbot für ein paar Monate. Oh mein, aber Computerverbot nicht, oder? Na, ey, Junge, jetzt echt, das nervt. Okay, oh, ich liebe die Challenge jetzt schon. So, ich verschönere gerade unser Haus ein bisschen. Auf jeden Fall. Richtig geil. Humako, danke an die geile Challenge. Macht auf jeden Fall Spaß. Ja. So. Oder ich will mir wohl in der Mitte ganz kurz helfen gehen, weil ihr seid mit Bögen und ich bin nur alleine mit Bogen. Okay, Flo, du darfst eben deinem Bruder helfen. Ich habe aber keine Ausrüstung. Ja, du kannst auch ohne Ausrüstung helfen. Außerdem will ich meinem Bruder nicht helfen. Du hilfst deinem Bruder, Freundchen. Mit voller Ausrüstung, also mit Schwert, Bogen und so weiter? Nein, du gehst einfach so. Einfach so. Gut. Darf ich denn Steine mitnehmen? Ja, das darfst du. Gut. Auch 60? Ja. Darf der Flo die Gegner steinigen? Und danach baust du bitte hier schöne Fenster. Tobi! Danach baust du hier bitte schöne Fenster rein. Oh, da kommt einer. Ich glaube. Selbstmord! Kamikaze! Oh. Alter, hast du dich gerade umgebracht? Ja. Dafür kriegst du Hausverbot. Ich bin eine Katze, ich hab 7 Leben. Dafür kriegst du Ausgehverbot. Och. So, Flo, guck mal, du baust hier bitte schöne Fenster rein. Haben wir uns da verstanden? Ja. Nee. Geh die mal bitte eben bei Ikea einkaufen. Ey, Mutti, die haben ganz schön böse Werkzeuge. Geguckt. Was sind für Werkzeuge, bitte? So Sexspielzeuge, weißt du. Oh, die müssen wir denen sind eigentlich entwenden. Die sind doch nicht böse. Florian, willst du damit was andeuten? Ich muss hier bitte auf dein, kannst du bitte mal weggehen? Warum verkauft Ikea eigentlich gerade keine Türen? Weil die hier in der Mitte sind, Mutter, aber irgendwie wollen die nicht verkaufen. Deswegen muss ich die jetzt auch mit meinem Bogen penetrieren. Genau, nein, sowas will ich hier nicht hören. So, unser Haus wird langsam schöner. Warum hast denn du hier oben Glas hingesetzt, Flo? Das sieht doch hässlich aus. Mein lieber Sohn, bitte. Das hat zu viel. Tobi, bitte, Rache ist uncool. Also wenn dein Selbstbewusstsein geschwächt ist. Wer müllt da die schöne Truhe zu? Alle Items kommen hier rein. Tobi, du bist gestorben, oder? zieh alle deine Sachen aus und renn einmal in die Mitte. Sachen ausziehen. Wie du gesagt hast, Mutti. Sachen ausziehen, Freundchen. Freundchen. Wieso kriegt Tobi nicht Stubenarrest? Ja, weil er hat ein Sexspielzeug bei sich und damit will er die anderen penetrieren. Und deswegen kriegt er kein Stubenverbot. Au. Weil vielleicht kann er dann neuen Porno bei drin und den können wir wieder verkaufen. So wie letztes Mal. Sexspielzeugen, das finde ich nicht so gut. Weil vielleicht können wir da wieder neuen Porno drehen und den verkaufen wir dann wieder. So wie letztes Mal. Will doch keiner sehen. Komm, hör auf, bitte. Das will doch keiner sehen, Tor. Wie, bitte? Danke, Tobi. Schön, dass du deine Mutter so viel im Haushalt hilfst. Hä, das bin ich? Ja, ich weiß, deswegen, das war Ironie, mein Sohn. Weißt du, was Ironie ist? Boah, Alter, komm, das Nein, ich bin erst Alter, vier. Das ist so ein Niveauverlust. Nein, ich liebe diese Challenge. So, mein Sohn, bitte ordne das hier mal schön ein. In unser Lagersystem. Hallo, da reingeknallt. Würdest du mir wohl auch mit einem Sexspielzeug, mit einem Sex,
Spielzeug zu Hilfe kommen? Ja, wenn ich mein Haus fertig gebaut habe. Flo, bitte kauf eine Lampe. Eine Lampe? Ja, aber sonst wird's hier gleich ziemlich dunkel. Alter Mutti, die penetrieren mich hier. Mein Sohn, du sagst jetzt nicht noch, wenn du noch einmal dieses Wort sagst. Ich treff mit jedem Schuss, Alter. Wenn du noch einmal dieses Wort sagst, das mit P anfängt und mit Penetrieren aufhört. Ja, genau das. Mutti, dann kriegst... die haben keine Fackeln! Nee, aber die haben Glowstone. Oh, ja. Also die haben so einen leuchtenden Stein. Und ja. Der, der, das sieht, ist so eine Dekolampe, aber die sieht echt toll aus. Aber der kostet 15. Oh. Ja, da, dann... da reingeklatscht. Halt die Fresse jetzt, Sohn. Du sprichst jetzt wie ein vernünftiger Junge. Ich oder bist du so eine kleine Pussy? Ich hab das Wort Pussy erlernt. wie so ein Erfolg in so einem Spiel. Ich hab das... Tobias hat das Wort Pussy erlernt. Ja, das wär's, ne? Na, das ist schon irgendwie so ein krasser Niveauverlust, oder? Ich find's ja trotzdem lustig. Vor allem, so, weil ich hier die ganze Zeit ordnen darf. Ja, und jetzt... Nice. Und jetzt gehst du bitte in die Mitte und du... Und ich kann sie wegsnipen. Du gehst jetzt bitte in die Mitte, Florian, und hilfst deinem Bruder. Mit meinem Glowstone? Nein, den setzt du vorher in unserer Base schön an die Decke. Hab so wie schon. Es sich gehört. Oh, hier kann jetzt noch hin. Moment. Ja, hier drüber bitte. Guck mal hier. Hier kannst du das reinbauen. Muss ich aber den Block verschwenden. Du hast ja sogar schon Bögen gekauft für uns. Das ist ja optimal, mein Freund. Ich bin nicht mein Freund. Doch, du bist gar nicht mehr mein Sohn. Ich stoß dich aus der Familie aus. Oh, das ist schön. Nein, in Wirklichkeit stoße ich dich nicht aus. Ich hab dich doch ganz so lieb. Mano. Ja, ist ärgerlich, ne? Aber dann sag mir wenigstens, dass der Tobi adoptiert ist. Adoptiert. Ja, das ja ist bitte, er. Ich möchte nicht so verdorben sein. Ja, das würde ich dir auch nicht raten. Weil sonst würdest du bestimmt jedes Mal ein paar auf die Fresse kriegen. Boah, flutet den Grün doch. Ja, wie denn? Leute, das ist natürlich alles nicht ernst zu nehmen und nur Spaß. Ehrlich? Ja, wirklich. Ich dachte jetzt, ich bin dein Sohn und du meine Mutter. Flo, Alter, du bist so eine Wurst. Ich krieg den na? Mit der Hand nicht runter. Was habt ihr hier gemacht? Ja, ein Haus wir gebaut. Wir haben ein schönes Haus gebaut. Was dachtest du denn? Denkst du, wir malen das alles aus Spaß? Flo, machst du hier wollen doch nicht im Kampf ordentlich, die ist ganz toll. Ja, Tobi, du bist jetzt gestorben. Du holst jetzt bitte keine Sachen und rennst einmal in die Mitte. Und wenn du nicht auf mich hörst, dann darfst du gar nicht mehr in die Mitte. Bitte tu deine ganzen Sachen einmal weg und renn in die Mitte. Ja komm. Und Flo, wenn du jetzt stirbst, ups, dann kriegst du dann... Krieg ich kein Taschenbonbon mehr? Doch, dann musst du dich voll equippen und alle anderen töten. Also nicht alle, ich bin tot. Aber das schaffe ich nicht. Eure Mutter ist gerade gestorben und ihr findet das lustig. Endlich. Es wurde schon Zeit, Alter. Was ist jetzt passiert? Ich wurde getötet. Ey Tom, was passiert, wenn ich jetzt sterbe? Du bist getötet, okay. Du bist tot. Flo, du equippst dich jetzt vollständig. Ja, du equippst dich jetzt vollständig, bitte. Nein, ich hätte beinahe sogar noch einen mitgenommen. Okay, jetzt füllst du erst wieder die Kiste auf. Hä? Was denn jetzt? Ja, du hast dich ja jetzt ein bisschen equipped und jetzt füllst du wieder die Kiste auf. Damit. Ja, hier ist noch in der anderen was gewesen. So, Tobi, jetzt equippst du dich bitte auch. Dankeschön. Ich wollte noch sowas wie einen Bogen. Hab ich. Das. So, folg mir mal bitte. Nein, ich folge dir nicht und. Grün und Gelb. Was sind ein Team? Also mit den Freunden meine ich. Achso, okay. Mobben die dich? Ja gut, dann werde ich dir gleich mal töten gehen. Mobben die dich? Ich gehe auch töten. Töten! Töten! Das ist eine Familienangelegenheit, da müssen alle mitmachen. Schon früh lernen in dieser Familie die Kleinen, wie man tötet. Richtig, das ist eine wichtige Lebenserfahrung. Zuerst ist es wichtig, einem von beiden beizubringen, wie man ein Haus baut. Das habe ich gemacht. Dann ist es wichtig, beizubringen, wie man andere penetriert. Tötet meine ich natürlich. Penetrieren wir durch. Ja, ich wurde vom Roten gekillt. Sehr schön, Florian. Dafür ist wieder die Kisten aufräumen. Ja! So. Scheiße. Okay. Tobi, deine Mutter hilft dir jetzt in der Mitte. Bin ich in der Mitte, Mutter? Nicht in der Mitte. Ich meine natürlich... Was? Beim Ikea-Warenhaus. Oh mein Gott, war das schlecht. Oh mein Gott. Ich dachte, oh mein Gott, war das behindert. Ich habe einen getötet. Eure Mutter hat einen von euren Freunden getötet. Na, also, was sagt ihr jetzt? Schneller die Kiste auffüllen. Echt mal, Florian. Ich möchte einen Bogen. Florian, du beeilst dich bitte bei den Kisten auffüllen. Gib mir ein Gold, ich brauche einen Bogen. Damit ist nicht zu spaßen. Danke. Eure Mutter hat ein bisschen Gold.
Das habe ich gerade, das habe ich gerade bei Ikea in der Kasse gefunden. Komm bitte aufhören. Nein, ich will nicht. Nein, das ist zu geil. Das habe ich gerade bei Ikea in der Kasse gefunden. In der Kasse habe ich aber gesagt. Ach so, noch besser. Oh Gott, ich liebe so. Das. Wer hat das Eisen gepolt? Scheiß Polen. Du beleidigst hier bitte keine. Gut, weil du beleidigst hier keine Nachbar. Ausländer aus dem Nachbarland. Das darf nur ein kleiner Österreicher mit Bart. Ich bin ein kleiner Österreicher mit Bart. Okay, raus aus Deutschland. Wieso denn? Erstmal kannst du gar kein Österreicher sein, weil ich bin Deutsche. Kannst du mir einmal bitte ein Gold geben jetzt? Außerdem kannst du gar kein Bart haben, weil du keinen Vater hast und ich keinen Bart habe. Boah, ich bin so froh, dass ich nur adoptiert wurde, ne? Nein. In Wirklichkeit wurdest du gar nicht adoptiert. Und du bist Manuel Neuer! In Wirklichkeit wurdest du gar nicht adoptiert. Ein Freund von Rot kommt und killt dich jetzt von den. Fuck! Nein! Junge! Ey, Tom, mein Freund kommt mit einem Sexspiel. Ey, Mutter, ich hab dir geholfen. Dankeschön, ich hab nämlich 15 Gold. Also, Leute. Wer hat den Typ getötet? Nein, jetzt hört bitte einmal zu. Also, Tobi. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Dankeschön. Dafür tötest du jetzt noch einen. Und zwar innerhalb der nächsten Minute. Ich gucke jetzt oben auf Zeit bis Unentschieden. Bis 1 Minute 13, 10. Wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du wieder Schläge. Und so geil. So, ich hoffe, eure Mutter darf sich den besten Bogen gönnen. Den besten Dildo natürlich. Flo, würdest du das bitte einsortieren? Wie? Bitte einsortieren, ich bitte darum. Mutti, ich muss mal kurz aus der Mitte hier raus. Du musst hier gar nichts. Wenn dich deine Freunde aus der Mitte vertreiben wollen, dann töte die bitte. Also, du, wenn du das schaffst, natürlich. Die wollen aber nicht sterben. Dann würde ich sagen, komme ich dir zur Hilfe. Ey Mutti, die wollen doch immer nicht sterben. Okay, ich komme dir zur Hilfe, ohne Witz, so kann das gerne. Ich glaube, du musst dich hier mal ausziehen. Sieht der Scan echt aus wie so ein Mädchen? Was? Was? Halt die Fresse. Oh, ein Goldschwert Level 2. Du hast gerade deine Mutter als Mädchen beleidigt. Ja, diese Logik. Du hast gerade deine Mutter als Mädchen beleidigt. Läuft. Oh, Mutti. Ja, verzieh dich doch einfach. Ich hab ihn getroffen. Ich hab den besten Bogen. Guck mal, wie viel Angst sie jetzt vor mir haben. Ey, Flo, kannst du mir bitte ein Gold werfen? Werfen, ja. Kannst du ein Gold legen? Danke. Ich steinige dich damit. Ich leg ein Gold. So, Mutti, ich gönn mir jetzt auch mal den besten Bogen, ne? Nee. Das kannst du machen, mein Sohn. Aber ich bitte dich damit gut umzugehen, mein Freund. Ey, Mutti, dein Arsch sieht ziemlich gelb aus. Hast du gerade gesagt, mein Arsch sieht ziemlich geil aus? Ich glaube, Mutti hat keine Arsch. Tobi! Ich will ja doch gerade einen runterschießen! Ich will ja doch gerade einen runter. Ich glaube, blauen Freunde wollen die Mitte gerade halten. Ich glaube, alle Freunde wollen gerade Beef. Richtig? Okay, er rennt zu blau, soll er machen. Wollen wir uns halt den. Boah, schöner Schlag, Tobi. Und tschüss. Hab ihn. Nee, ich hab ihn. Wurde von Torben getötet, mein Freund. Mein Sohn. Warum sag ich immer Freund? Pass auf, Tobi, ich töte den davon grün. Okay, doch nicht. Ich meine, ich töte den davon Rewe und den davon Lidl. So. Oh. Weil du jetzt hier verschiedene Waren auskennen. Nein, aber die wollen mir nicht die ganze Einkaufssachen schenken. Und du findest auch kein Gold in den Kassen, ne? Doch, habe ich jetzt gerade gefunden. In Ikea mal wieder. Ich habe übrigens einen gekillt. Aber ich verstehe nicht, warum Ikea ihr Warenhaus so hässlich macht, dass es nur von einer Seite einen Eingang gibt. Sowas können wir gar nicht erst hier bieten lassen uns. Das wird direkt kaputt gemacht. So, Ikea ist kaputt. Also ich finde unser Zimmer. Ich habe auch was getötet. Sehr schön. Ich hätte gerade den Cheater, den Hacker-Trick anwenden können, nämlich wenn einer so über Eck steht, dass ich den trotzdem hätte treffen können. So, mein lieber Sohn Florian, würdest du bitte mithelfen, Aldi zu zerstören? Wen zu zerstören? Aldi natürlich. Aldi? Ja. Oh,
Mich hat da jemand geboxt! Oh, Tobi, warum hilfst du mir denn nicht in der Mitte? Weil ich nicht in der Mitte bin. Flo? Ey, ich plante mal hier eine Team-Chest, ne? I need your help. When everything's wrong, you make it right. Ja, jetzt hat Grünwehr die Mitte. Cool, cool Leute, cool Söhne. Ihr seid echt die schlimmsten Söhne, die man sich hätte vorstellen können. Außerdem spackt ihr durch die Mitte. Was soll die Scheiße? Der spackt durch die Mitte. Also, der ist ein Spacko, meine ich damit. Was heißt das, Mutti? Willst du mich bitte aufklären? Okay, Tobi, komm, wir beide gehen jetzt. Ach, jetzt mal. Ja, weißt du, und dann rennt er zurück, ne? Ja, genau, das hättest du ja wohl LOL? Hä? Wie hast du das gemacht, dass er wieder dahin geflogen ist? Okay, Tobi, ich komm von oben, du von oben. Hab ich erzielt. LOL. Mama, du, ich hab ein Achievement. Ja, dann würde ich sagen, kannst du dir von Aldi ein Bett kaufen. Auch klauen? Ja, klauen auch. Ich glaube, die wollen nämlich nicht, dass man das denen abkauft. Oh. Also, wo ist Aldi? Aldi ist gegenüber von uns. Ah. Oh, ja, ich habe Gold komm, in Ikea-Kasse gefunden. Ja, ich weiß. Ja, nein, geh bitte weg. Hilf deiner Mutti, mein Scheiße, Sohn. Scheiße, ich habe einen Pfeil vergessen. Ey, Mutti, ich baue mich mal hier hoch, ne? Tschüss, Mutti. Tu das. Tschüss, Sony. Vorsicht, Mutti. Oh, ja, komm, scheiße! Deine Mutti ist tot. deine Mutti ist tot. Flo, da kommt einer von Aldi rübergelaufen zu uns. Es wäre cool, wenn du diesen Kassierer da, diesen Unterlohnarbeiter, bitte töten würdest. Mutti, was heißt cool? Cool? Gute Frage eigentlich. Weiß ich auch nicht. Ja, stellt ruhig mal ein paar Fragen, Leute. Kommt, ich beantworte euch alles. Und was ist ein Unterlohnarbeiter? Nein, stellt mal ein paar Fragen, bitte. Ein Unterlohnarbeiter? Ist das cool? Ein Unterlohnarbeiter weiß ich auch nicht. Ich bringe 8 Gold nach Hause, habe ich in Ikea gefunden. Fragt ihr euch eigentlich... Ikea gefunden? Ihr nervt mich ein bisschen mit euren Fragen. Ey, Mann, alter Sohn. Ey, Mutti. Leute, Mutti, ihr nervt Mutti. Mich echt mit euren Fragen. Ja, was ist denn? Ist Ikea insolvent, dass sie... Das weiß ich doch nicht. Das weiß ich doch nicht. Ihr nervt mich echt mit euren Fragen. Und wieso weißt du das nicht? Oh. Aber frag ruhig weiter, sonst lernt ihr ja nichts. Ey, Mutti, hättest du ganz kurz ein Gold für mich? Was gibst du mir denn dafür? Gibst du mir einen Kuss dafür? Okay, dann nicht. Nein, bitte, verschone mich. Nee, nein, du kriegst nichts. Ja, ich hab mir ja schon was geholt. Ey, Mama, ich hab ja, dann Aldi getötet. Halt die Fresse, Sohn. Du tötest jemanden. Von Aldi. Und unserem Billig-Discounter hier um die Ecke. Doch, sehr schön. Hast du gut Aldi gemacht. Da kommt Aldi. Ja, darf ich dir dabei helfen? Aldi Tüte getötet. Weil, wir brauchen noch für unser Haus ein Bett von Aldi, weil Ikea ist zu teuer und ist insolvent. Kannst du bitte ganz kurz stehen bleiben, ich möchte dir was schenken. Bleib mal. Ja, kann ich machen, wenn ich mein... Okay, Ikea, mein anderer Sohn... Das müssen wir auf Sandstone-Blöcken machen, weil das sonst nicht funktioniert. Aha, was ist denn das für ein geheimes Ritual? Na, wir sind in der Schule gelernt. Och, ihr lernt auch mal was in der Schule. Haltet mal beide die Fresse, vor allem du, Flo, weil du den Namen von deinem Bruder falsch aussprichst. Und weil du den, und weil du dumm bist wie ein Stück Scheiße. Bring jetzt mal deiner Mutter was zu essen von Rewe. Warum nicht von... Wer müllt diesen scheiß Schrank immer zu? Das war eure Mutter. Ich glaube, das ist die Mutti. Ja. Oh Mann, ey, ich bin von dumm umzingelt. Hilfe. Meine Söhne sind inkompetent. Womit habe ich dieses Pech verdient? Außerdem leckt. Ich glaube, dein Sohn ist inkompetent. Außerdem ist die Steuerung von diesem Real Life nicht wirklich gut. Ich habe übrigens gerade den einzig guten Equipment von Grün getötet. Von Aldi. Den einzig guten Kassierer Aldi. Von Aldi. Hilfe! Mutti, soll ich dir helfen, Aldi? Ja, guck mal, da kommen ganz viele, die wollen mich boxen. Flo, kannst du mir jetzt mal endlich Essen bringen? Nein! Ich hatte schon vor 5 Minuten gesagt, du sollst eben nach Rewe rennen. Hey, Mutti, und ich hab 2 Leute getötet. Ja, aber wie? Das sind keine Leute, das sind für Unterlohn arbeitende Kassierer. Scheiße, Mutti, ich warum hast du. Auch getötet. Ja, ich bin auch tot. Was? Warum, Mutti? Nee, ich bin noch nicht tot, aber so gut wie. Was uncool ist. Kannst du dir dann selbst Essen holen, Mutti? Nein! Ich kann nicht mehr rennen! Ich bin verloren! Leute!
Ich komme. Ich glaube, Mutti hat ein paar Probleme. Ran, Mutti. Da sagst du was. Ich bin tot. Von der Hand. Du wärst mit einer Anti-Aggressionstherapie. Ey, also, mein... Das ist ein Standbild. Ich hab ein Standbild. Wie, du hast einen Ständer. Boah. Mann, Alter, komm. Das wenigstens so ein bisschen Niveau reinbringen. Ein bisschen. Nein! Das ist doch niveauvoll. Oh Gott. Ich will ja nicht sagen, aber es sind nur noch zwei Grüne in der Base und... Also zwei grüne Freunde. Und wie zwei grüne Freunde? Was sind Aldi, die grüne Freunde? Ja, haben die sich besoffen oder was? Waren ja Aldi-Mitarbeiter. Ja, ich wollte schon sagen. Und warum sind die grün? Weil Aldi die Farbe nicht. Grün hat. Nein, Aldi hat die Farbe blau. Ihr könnt mich hier nicht verarschen. Und du hast schon wieder ein Aldi mit... grüne Farbtöpfe. Willst du mich verarschen, Tobi? Warum tötest du immer Aldi-Mitglieder? Weißt du, weil Aldi... Wie? Ja, wie sollen wir denn jetzt überhaupt in unser Billigessen kommen? Wir können uns nicht Rewe leisten. Und Ikea? Wie ist es mit Ikea? Ach, Ikea von Ikea ist und Ikea ist insolvent, du Spast, ey. Warte, ich helfe meinem anderen Sohn. Das wäre jetzt auch eine Idee für dich, Tobi. Lol, hast du schick gemacht, Tobi? Ich töte die mal. Ich glaube, die Aldi-Mitarbeiter, die wollen nicht. Die Aldi-Mitarbeiter sind so ein bisschen... Lass die mal Die Aldi-Mitarbeiter sind so ein bisschen dumm, weil die sind... Bei Blau, ja, der zerstört Mama. Unser Bett hier. Das ist kein Blau. Bei Rewe. Ey, Mutti, ich glaube, mein Doppelbett wird zerstört. Nein. Wenn der dein Doppelbett zerstört, dann kriegt er Schläge von der ganzen Familie, okay? Immer abwechselnd, auf den Arsch. Ich hab aber nur und noch... Wenn der mein Fuß ich hab nur noch ein halbes Herz, ich kann nicht mehr rennen. Mutti, ich bin ausgepowert. Der zerstört doch gar nicht dein scheiß Doppelbett, Junge. Willst du mich verarschen? Ich hab 10 Gold. Ey, Leute, nein! Leute, ihr kriegt beide die Todesstrafe, wenn ihr das macht. Jetzt, der kommt doch, ihr Oh, Tobi, du bist so ein behindertes Stück Kot, ne? Scheiße, warum baut ihr denn hinter mir zu? Ich hab doch ganz wenig Leben. Flo, jetzt geht er nicht drauf! Du, ihr seid... Eine Lücke im Loch. Da war eine Lücke im Loch. Ihr habt Flo doch noch getötet. Ich bin stolz auf mich. Ach, unser Bett ist ja gar nicht kaputt. Boah, ich dachte gerade, unser Bett wäre kaputt. Guck mal, er will jetzt einfach, er denkt sich jetzt einfach, oh jolo, ich kann alles. Nee. Und down. Der ist ja down. Der ist ja down. Nein. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ich glaube, die beiden sind jetzt gerade weg, aber das macht ja nichts. Ihr könnt ja trotzdem eine positive Bewertung da lassen. Dafür sind die ja nicht da. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.